eben gefragt, vom Gefühl her eigentlich ein Unholy da drin lassen, ne? Aber wenn man so drüber nachdenkt, also eigentlich jetzt ja wieder für die Gule, auch für die Links gebraucht, dass irgendwie Olle da ist. Ja, also finde das passt. Lassen wir uns. Lass mal ganz schnell durch hier sofort wieder da. Ja, genau, wir machen COE auf die großen Netz, ja. B-Box, kann ich dich sonst vielleicht nehmen? Ich hab nicht zugehört. Also ich, wir hatten, mit irgendwem hatte ich irgendwas vorher abgesprochen, sagt Twitch King, aber gerade hatte sich jetzt keiner gemeldet, deswegen suche ich gerade einen zweiten, der aussortieren könnte für den Fight. Ich weiß nicht, ob du noch brauchst du noch was, Rebox? Nee, ich brauche nichts. Und wieder da. Dann wäre mir das lieb, wenn wir das so machen können. Ich brauche auf jeden Fall einen geiler Abgang. Genau. Okay, dann bitte nochmal einen Schrank, dass wir einen Death Cap ranholen. Wir müssen irgendeinen anderen noch ran. Shoxy müssen wir ranholen, den Hunter. Genau. Ansonsten, ich sag schon mal ein paar Takte zu dem Boss, wie wir den hier spielen. Also ich sag mal, den Tanks ist jetzt ja alles klar. Eigentlich sagen, brauche ich ja jetzt nur was für Maverick und Muxia. Muxia, du stellst dich eigentlich den ganzen Fight über einfach immer in Salva oder in mich rein und machst einfach das gleiche wie wir, ne? Wenn die auf Lich King hauen, hast du auch auf Lich King. Wenn wir auf Ads hauen, hast du auch auf Ads. Ich hin. Eigentlich gleich. Shoxy hat schon geschrieben, er ist irgendwie der Bot für die Eissphären. Also geh da gerne ruhig mit drauf. Unsere Shadows und Warlocks machen das sowieso irgendwie nicht so gerne. Eigentlich auch, ne? Also ich sag mal, orientier dich ein bisschen einfach gerne nach Attack hin für Positioning, Moving und so weiter. Du hast jetzt keine Sonderbonus-Irgendwas-Rolle. Haltet euch bitte unbedingt bereit für die Defiles, da kann immer ein einzelner Fehler gleich den ganzen Raid wipen. Ansonsten kriegen wir das schon gebacken. Die Geister, möchtest du die auch einteilen? Zwecks zwei Hunter und Rogues, hochschießen, tricksen? Achso, ja, und die Dings eigentlich auch, die Shambler eigentlich genauso. Tene, du machst bitte den ersten Shambler und Shoxy den zweiten. Wir haben es dann noch so eingeteilt, aber jo. Achso, ja, okay, meinetwegen auch, also wie ihr wollt. Dann schreibt euch jetzt nochmal gegenseitig, wie ihr das machen wollt. Nehmt das, was ihr schriftlich macht. Okay. Die und Schurken machen das so, wie du es sagst, Dominik. Und bei den, MDs der Raging Spirits. Haben die Hunter sich da auch schon irgendwas angeteilt? Ich nehme mich mal als Nein. Dann den ersten Geist bitte von Tene und Attakin hochschießen. Den zweiten von Shoxy und Maverick. Und den dritten dann wieder von Tene und Attakin. Ja, ich kann mal gucken, ob man den umbauen. Wen stört. Auch immer nur ein Dudu pro Gruppe. So. Die Belassenheiten und so. Okay. Ja, seht zu, dass alle Buffs lang genug halten. Langer Fight, ne? Rizaro Food. Hier steht extra ein Fisch im Peter. Dann geht's los. Ja, Main Tank. DK, ne? Und Parler Tank. Genau. Ads. Ja, also DK nimmt auf jeden Fall die ersten beiden Ads und beim dritten oder vierten, dann machen wir es immer so ein bisschen davon abhängig, ne, wie die Shambler-Situation so ist, ob die weg sind oder nicht, da kommunizieren bitte die beiden Tanks im Voice dann dazu. Oder Dark, du brauchst im Zweifel nur sagen, Dark nimmt den, Dark nimmt das nächste Ad oder so. Jo. Damit die Trickster und Ndea Bescheid wissen. Gerne noch Soulstones hier auf Tanks. Haben Frosch im P2, ja? Ja, genau. Achso, wer hat das Bild eigentlich von uns? Dark, du hast das, glaube ich, letztes Mal selber gemacht, oder? Meistens, ja. Okay, dann mach du das bitte weiterhin selber. Trap auf Midis.
Alle einmal schauen, wo der Shambler steht, damit ihr wisst, wo ihr mit der Plague hin müsst, wenn ihr hier durchkommen solltet. Trap auf den Ranges. Plague auf Tena. Plague auf den Ranges. Eulendrohne raus da. Versuchen wir Ruhe zu kriegen. Trap auf Minis. Shambler auch weiterziehen, dass der Abstand größer wird zwischen euch. Bei den Rangers ist auch noch ein Ghoul, den kannst du auch noch gut kriegen. 4, 3, 2, 1. Black of Bra. Trap auf, ich weiß nicht, wo genau, so halt bei den Minis, passt da ein bisschen auf, Vorsicht, seht ihr, wo die ist. Ja, passt. Versuch mehr Ghoul zu kriegen, das ist ja wenig, dass die Black Burst weg. Trap wieder in der Mitte zwischen Midis und Ranges. Zu den Shambler weiterziehen. Am besten jetzt schon mal ganz raus damit, Dark. Ne? Spawn-Pinata auch weiter rausziehen. Plague auf den hier nochmal. Dispellen. Kommt raus, Phasenwechsel. Transition. Spirit auf Position ziehen. Schauen, dass in dem Shout davon nicht drin steht, dass da jetzt niemand kaputt geschautet wird. Weit genug seitlichen Abstand. Plague of Donut aktuell. Jetzt Dispellen. Dispellen. Ja. Eulendrohne Battle Rats, bitte Donut. Ich nehme an. 3, 2, 1. Ja. Ich kann den nächsten nehmen. Dann den nächsten Spirit gleich hochschießen auf Darklord statt auf Rhone. Durch Tena und Attacking waren das, glaube ich. Yep. Da ist er. Call der Schaden, wir waren am anderthalb Stelle. Sag mal, das brauchst du schon, ich sehe Kurs nicht. Nee, geht in den Mana-Combo. Okay, kommt reingelaufen. Ja, Kurs einfach nur bist. Finish den Spirit, lauf nicht in die Sphäre. Nicht vor den Spirit. Spirit in die Mitte ruhig weiterziehen, der soll eigentlich nicht vor dem Rand stehen werden. Vorsicht, ich jetzt beim Ziehen dann. Komm, Frosch. Ja. Dann verbitte die Battle Rats nochmal Donut bitte. Kommt da nah genug zusammen, die Valkyrie. 3, 2, 1. Gut, die raus. Bra braucht er nicht spielen, die anderen beiden schon. Defile in 3, Defile in 2, Defile in 1, ich sehe jetzt wen für Defile aus. Defile auch, Dark, weg damit. Okay, wir müssen die nächsten Valkyren spielen, wir weiter Richtung Thron. Also, dass die zwischen dem Defile und dem Thron rausgezogen werden. Genau. Ich bringe aber ein bisschen, dass ihr ein bisschen Orientierung habt. Da, wo das Camp ist, da kann man sich jetzt gut dran orientieren. Ist, dass das blöd mit dem Defile gleich zusammenkommt, direkt nach dem Grab kommt das. Okay, spreaden, Defile. Suzuka. Ja, Maverick. Bisschen Abstand davon halten, die Valkyren brauchen mehr Stunts. Und den Lich King gerne mit den Valkyren immer so ein bisschen mitziehen, dann können wir da vernünftig mit drauf geben. Jetzt fehlt es immer Heal-Hymne beschattet. Infernal noch drauf, macht da mal ein paar Notfallstunts. Schaden ist nicht so geil auf den, passt. Wieder zurück auf die alte Position, also zwischen dem alten Defile und dem Thron, da wo er eben stand. Gleicher sind wir nochmal. Defile aber in 3 Sekunden. Komm ein bisschen weiter bitte in die Mitte ziehen im Bus. Defile, auf jemanden, auf Bone, Defile. Einfach auf der Seite hier bleiben, weit genug von dem Defile Abstand halten, dann geht er schon. Braucht man nicht spielen, die erste Valkyrie. Zweiten und dritten, wir stun die einfach und dann. Ja, wir spielen die, sorry. Wir spielen das hin und her, aber wir müssen sie spielen, ja. Das sind noch 5%. Vielleicht ein bisschen Schaden nicht. Blau auf Diamant. Lich King an den Rand ziehen, nur noch Schaden auf Kreis. Nur noch Schaden auf Lich King. Defile in 3 Sekunden. Das Defile muss jetzt ordentlich sein. Das ist ein schwieriges Defile. Defile jetzt auf jemandem. Dark, raus. Okay. Lich King bleibt am Rand. Kommt auch alle mit an den Rand, dass er gleich zügig rauskommt. Hast du Mana hindern? Vielleicht halt. Allen Drohne mach mal Gelassenheit. Ja, wobei egal, wir meint egal. Und Jump. Springen.
glaub, die Leute. Denkt an Jesus, wenn ihr low seid auch. Müssen wir ein bisschen hier mit den Winkeln und sowas gucken. Warum geht das Defile nicht weg? Du stehst im Defile. Da steht jemand im Defile. Soulstone. Ja. Dank. Das ist ein guter Moment jetzt für Offensive Cooldowns auch. Ja. Halt bitte ein bisschen mehr Abstand von. Ja, gut, jetzt ist es weg. Reicht mir, dass da irgendwer drin steht. Wir brauchen noch einen Battle, jetzt noch eins. Ja. Dann nehmen wir an den 3, 2, 1. Den nächsten nehme ich. Denkt an Jesus, wenn ihr Lord opfert. Dann nehmt mal die anderen, wenn sie frei sind. Kommt ein Spirit. Weit genug rein. Rein. Da ist irgendwer zu langsam. Zügig. Das war ganz schön knapp, Zauberwärts. Finish den Spirit noch, soweit es geht. Lich King an den Rand. Phase Change. Also der Wrecking Spirit hätte gar nicht so weit in die Mitte gesollt, ne? Sondern eigentlich an den Rand. Unten bei Quadrat sammeln, bei der Rune. Und die Geister. Gerne ein bisschen aufhielen. Wir gehen nach hier heraus, müssen relativ weit laufen am Anfang einmal. In die Ecke. Move. Hier können wir stehen bleiben. Move. Stehen bleiben. Move. Stehen bleiben. Gleich entlang des Randes verteilen, ne? Move, wegen dem Defile, was gleich kommt. Hier können wir nochmal stehen bleiben. Entlang des Randes so ein bisschen spreaden und der Raging Spirit finishen. Damage-CDs ziehen. Defile auf Shock-CD, das ist gut. Akku auch Probleme auf dem Raging Spirit, der muss gefinished werden. Zu den ersten Spirits kommen, danach dem Cast dann die Seite wechseln mit denen. Okay, Boss rüber. Und Rune macht da gleich Knockback, ne? Und beschattet das Hoxes dann bitte, so wie es geht. Totems hier mal neu setzen, haben wir hier nicht auf der Seite. Die Fall in 3 Sekunden. Knockback. Soaken. Die Fall auf Torto, raus damit. Ja, kommt weit genug hier auf die Südseite. Weg vom Thron, mehr Abstand vom Thron. Dann geht das. So, gleich den Boss in die Mitte ziehen. Caster und Heiler bleiben stehen. Wir werden gleich eh gezogen. Nur Midis laufen mit. Stehen bleiben da, nicht so weit, sonst kommen die Kraster nicht ran. Mitte ist okay. Phase changed. Bizarro braucht einen anregen Luit. Move. Stehen bleiben. Wollen Drohne deinen Anregen auch auf hinten Heiler mit wenig Mana. Move. Stay. Move. Und stay. Move. An die Ecke hier. Stay. Ja, move. Nicht zu weit, hier stehen bleiben. Nicht zu weit. Passt, wir kommen jetzt wieder hoch. Oben wieder spreaden entlang. Ja, also entlang des Randes so ein bisschen, dass nicht, dass die Fall in der Mitte liegt. Boss weiter an den Rand ziehen. Roman, du machst gleich wieder Knockback. Jetzt ruhig schon. Früh. Und gerne mitstalken, beschattet kann mitstalken. Der Boss wurde nicht geil gezogen, es war kein 180 Grad Winkel. Der Tank ist gestorben. Okay. So, dann jetzt bitte wirklich 180 Grad auf die andere Seite ziehen, ne? Also weg von den Geistern, maximal weit weg. Ziehen. Der Boss muss gezogen werden, der darf da nicht stehen bleiben. Richtung Thron, ein bisschen mehr ruhig, die Pfeile in 3 Sekunden. Knockback und stalken, die Palas müssen jetzt mitstalken. Der Pfeil ist jetzt auf jeden Fall dann auf Soulbites. Nicht beim Thron, das ist okay. Taunt Boss. Okay, das ist jetzt wieder das, wo der Boss in die Mitte gezogen wird. Caster und Heiler bleiben stehen, auch nicht zu weit ziehen, dass alle noch trotzdem rankommen mit den 30 Metern. Phase changed. Drohne kannst du noch Gelassenheit machen. Move.
Hier, stay. Ich kann ein bisschen mehr. Move. Stay. Move. Den bleiben hier. Er kommt ordentlich mit. Da ist jetzt, glaube ich, gerade wieder gestorben, deswegen ist er enraged. Move. Enraged ist wieder runter. Mal stehen bleiben. Ja, wir laufen. Oh, das ist doof. Müssen gleich in die Mitte laufen. Nach vorne links. Oh Gott, oh Gott. Kamera scheiße. Nach vorne links. Kommt hier zu mir. Passt. Schön gerettet. Okay. Ne, in die Richtung, in die er gezogen wurde, weiterlaufen. Die Fall of Soulbites raus damit. Weit genug Abstand davon. Roman, du machst gleich wieder Knockback auf die Geister. Und beschattet Zauk dann nochmal neu. Ein D-Sack von Sosoka jetzt. Knockback jetzt. Zauken, so gut es geht. Paladine gerne mithelfen beim Zauken. Ja, Boss noch einmal rüber auf die andere Seite. Auch wahrscheinlich nicht mehr großartig gesaugt werden oder was. War ein mega gesaugt von dem Schatten gerade eben. Nice. Ist da Mann. Da ist es. Ja. War gerade fast alle Geister komplett, ey. Leo ist eine geile Maus. Au. Au. Ja, komm, ist Death Cap mal draußen, sofort First Try. Ist so, wollte gerade sagen. Den schweren Ballast abgelassen. Das liegt an den Jamalen, Domi. Ja. Der vierte Spirit war aber überhaupt nicht angetankt. Ich hab den nicht mehr attackt und der ist einfach auf mich zugerannt und mich weggehauen. Ja, müsst tatsächlich ein bisschen mehr gucken. Also, da hat er schon recht. Die werden ein bisschen sloppy getankt. Also, die dürfen nicht so oft irgendwie auch reingedreht werden und so. Die stehen manchmal echt nicht so toll. Oder werden noch irgendwie unnötig bewegt oder halt nicht bewegt, wenn sie bewegt werden sollen. Aber das kommt schon. Ich mach das ja jetzt auch erst das zweite Mal. Genau, machst du also, dir so ein Idle Game? Also, sag mal, das verallgemeinert, ich versuch's immer möglichst konkret mal zu machen. Also, bei diesem 40% Phasenwechsel, wenn wir dann wieder reinlaufen, da soll der Geist wirklich nur 10 Meter reinlaufen und bleibt da stehen. Und der Lich King kommt komplett mit rausgelaufen. Aus irgendeinem Grund war der Geist-Tank ziemlich weit reingelaufen. Lich King war relativ weit drin. Und als er dann die Geister gemacht hat, waren die auch nicht schön am Rand von der Plattform, sondern zu weit in der Mitte. Und wir wollen ja, dass der immer diese Spirits ganz am Rand beschwört, damit er maximal weit laufen muss, damit die Spirits maximal weit fliegen müssen und so. Ja, wir müssen dann ein bisschen mehr miteinander reden, weil teilweise sind ziemlich cool da und Spin Soul Reaper macht man doch mal ab. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr miteinander labern. Mhm. Ja, und einmal beim Rüberziehen, also da ist noch wichtig, also nachher bei diesem Hin und Her, um die Geister da zu spielen, dass man wirklich versucht, 180 Grad, sag ich mal, ne? Also welche Uhrzeit auch immer das ist, auf der die kommen, wirklich auf die genau gegenüberliegende Seite den Lich King zu ziehen, damit auch da der Weg möglichst weit ist. Wenn dieser Weg so kurz ist, dann haben die Leute kaum Zeit zu soaken und für den Knockback und so weiter. Dann sind die Geister nicht schön auf dem Haufen, sondern die spawnen ja ziemlich verteilt, ne? Dann laufen die nicht erst so schön zusammen. Gut, ja, dann lasst uns mal ein bisschen Loot schon mal wieder machen. Also wir haben jetzt hier einen Token mit wenig Zeit drauf. Das müsste der sein von Sauerfang, auf den wir Rolls anbieten müssen, da wir einen Random Hunter ja mit dabei haben. Von daher, wenn ihr da im besten Loot drauf habt, rollt da einfach mal drauf. Thematik da bei dem Gang ist besser tatsächlich, wenn ihr die Spirits einmal, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst sie lieber stehen, bevor ihr damit panisch-technisch die irgendwie umdreht oder so, weil das tötet auch Karl. Das sag mal so, man kann auch als einzelner Spieler, wenn man Full Life ist, einen Spirit zocken. Ja. Also ich als Stoffi hab jetzt auch immer mal gezielt mal einen abgefangen. Aber da muss nur eine Kleinigkeit ticken und du bist komplett im Arsch oder bist nicht bei 100%, dann ist vorbei. Ja, ich hab doch nur gemacht, wenn ich 100% hatte. Schlingel. Droppen wir meistens so auf 20%, 25%. Jetzt melde ich hier etwa Affli hier Lockpushs. Der gute Lichtspieler lastet auch einen Bosser. So. Ja. Ist ja auch nur Scheiße, der mit dem Boss hier, ey. Nee, ist voll gut. Der Vox Call brauchen wir, glaube ich, sogar nochmal. Ja. Meine ich. Ja, ja. Ich hab mal Blutscheinmal drauf, ja. Meine Güte, ist das nervig ohne Autoloot. So. Ja, ihr hattet das vielleicht im Anmelde auch schon.